Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Chaos auf Deponia. Mein Name ist Floma und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ich frage mich, sollen wir wirklich diese Höllenmaschine jetzt in Bewegung setzen? Warte mal, wir gucken uns noch mal kurz die Guillotine an. Ich glaube, er sollte dann mal schnell die Finger wegnehmen. Ne? Pass auf deine Finger auf, Doc. Sobald der Korken das erste Ziel trifft, löst die Waage das Fallbeil aus. Es wäre verrückt zu glauben, dass das funktioniert. Aber noch verrückter wäre es anzunehmen, ich wäre hier in Sicherheit. Ganz genau. So, und das haben als wir hier zweites auch prallt der Korken von dieser Pfanne ab. Das bezweifle ich stark. Auf welcher Basis beruht diese Annahme denn? Naja, habe eine Zielscheibe drauf gemalt. Oder etwa nicht? Oh Himmel. Naja, wohl, das macht schon Sinn, ne? Also, wozu sonst wäre die Zielscheibe da? Die Feuerwerkskörper zünden, sobald das Sägeblatt in der Luft ist. Dann erzeugen sie genug Spin, um mich direkt nach Elysium zu katapultieren. Ab der Hälfte begleiten mich sogar Adler, wenn meine Skizze stimmt. Okay, schlecht. So. Der Korken steckt und ist pingeligst ausgerichtet. Also pingeligst mal Daumen. Gut, dann würde ich sagen, alles vorbereitet. Das sieht sehr, sehr gut aus. Und dann können wir starten. Los geht's! Auf nach Elysium! Schau gut hin! Rufus, nein! Doch! Nimm die Finger weg, Doc! Getroffen! Nein! Oh Gott! Doc! Oh oh! Doc, das ist kein guter Platz für ein Nickerchen. Der Bunsenbrenner könnte jeden Augenblick das Wasser in der Vase zerkochen. Und wenn die Waagschale nach oben geht, löst sie die Guillotine aus. Die Zündschnur brennt auch schon. Doc, hörst du denn nicht? Aufwachen! So ein Mist! Doc, retten oder nach Elysium? Doc, retten oder nach Elysium? Verdammt! Was mache ich nur? Was mache ich nur? Was mache ich nur? Komm, hier kommt das Messer. Ich komme ran. Na los. Da habe ich mich wohl verschätzt. Muss am Wind liegen. Ja, ja, Wind, alles klar. Warte mal, was haben wir denn noch so hier? Und Pfanne, komm, tritt mal drauf. Zirkusreif wie immer. Sehr gut. So, und jetzt können wir da, nicht da drauf. Sehr clever. Ich löse das Problem einfach im Ausschlussverfahren. Doc wird Ausschlussverfahren stolz auf mich sein, wenn er nicht in den nächsten Sekunden geköpft wird. Hau doch mal drauf. Oder mit einem gut gezielten Wurf könnte ich treffen. Aber ich weiß einfach nicht mehr, auf welcher Seite das Glasauge ist. Mist. Mit einem gut gezielten Wurf könnte ich treffen. Aber das würde nur das Fallbeil auslösen. Und irgendwie bezweifle ich, dass Doc dann noch in der Stimmung für tosenden Applaus ist. Das ist schon kaputt genug. Das hat doch alles nicht funktioniert, ne? Mit einem gut gezielten Wurf könnte ich treffen, was total spektakulär wäre. Aber dann wäre das Messer futsch. Mit einem gut gezielten Wurf könnte ich treffen, aber das würde nur das Fallbeil auslösen. Und irgendwie bezweifle ich, dass Doc dann noch in der Stimmung für tosenden Applaus ist. Sehr clever. Ich löse das Problem einfach im Ausschlussverfahren. Doc wird stolz auf mich sein, wenn er nicht in den nächsten Sekunden geköpft wird. Mist, gibt's doch nicht. Feuerwerkskörper. Was übersehe ich denn hier noch? Sehr clever. Ich löse das Problem einfach im Doc wird stolz auf mich sein, wenn er nicht in den Nächsten. Ja, okay. Vielleicht kann ich ein bisschen Schwarzpulver daraus kratzen. Das sollte die Flugeigenschaften des Sägeblatts ja nicht weiter beeinträchtigen, oder? Nö, nie. Das kitzelt. Und jetzt? Mit dem richtigen Schwung könnte ich das Schwarzpulver in den Lufteinzug des Blasebalgs katapultieren. Easy und vollkommen realistisch. Also, überlegen wir nochmal, was passiert, ne? Hier wird hier versprüht, mit Gas vermischt, entflammt und dann explodiert alles. Ist das das, was wir wollen? Dass hier alles explodiert? Ja, das ist das, was wir wollen. Los geht's. Wenn das Schwarzpulver die Flamme erreicht, könnte sie das Gas entzünden. Ja! Gibt's bestimmt eine interessante Kettenreaktion, deren Ausgang sich schwer vorhersehen lässt. Worauf warte ich noch? Es hat geklappt! Ich habe Doc gerettet! Das ist nicht geil. Yeah!
Rufus? Rufus? Was denn? Du hast meine Frage noch nicht beantwortet. Wie kommst du hierher? Ich verstehe es nicht. Da gibt's auch nichts zu verstehen. Die ganze Geschichte ist von vorne bis hinten erstunken und erlogen. Und da wir hier von Rufus sprechen, hauptsächlich erstunken. Cletus? Natürlich Cletus. Warum so überrascht? Ich bin nicht derjenige, der hier uneingeladen hereingeplatzt ist. Ich bin hier, um meinen Planeten zu retten. Gut gemacht, Dämlack. Bol und ich waren uns einig. Es stimmt, dass ich dem Ältestenrat die Existenz der Deponianer verheimlichen wollte. Damit Deponia gesprengt werden kann. Aber Goal hat mich überzeugt, die Wahrheit zu sagen. Wir waren kurz davor, Deponia zu retten. Das Notboot sollte uns nach Elysium bringen. Nun ist es fast zerstört. Wir werden es nicht nach Elysium schaffen. Und der Ältestenrat wird niemals von den Deponianern erfahren. Bravo, Rufus. Das war hochbegabt. Hör nicht auf ihn, Goal. Der lügt wie gedruckt. Ich weiß nicht. Seine Version klingt irgendwie plausibel. Er hat dich schon einmal angelogen. Die Goal, die ich kenne, hätte ihm das niemals durchgehen lassen. Du kennst eben nur einen Teil von Goal. Die idealistische, naive Goal. Ich kenne vor allem die kämpferische Goal, die für ihre Überzeugung einsteht. Es gibt aber noch einen dritten Teil. Und dieser Was? Teil ist auf meiner Seite. Nicht wahr, Goal? Es Nein. gibt keinen dritten Teil. Eben. Sag es ihm, Goal. Ich weiß es nicht. Ich kann mich an nichts erinnern. Natürlich nicht. Bei der brillanten Aktion dieses Flo-Sachs wurde dein Hirnimplantat beschädigt. Was ja langsam zur Gewohnheit wird. Ich bring das wieder in Ordnung. Jetzt kapier es doch endlich. Du wirst hier nicht gebraucht. Wenn du Goal wirklich helfen willst, dann spring ab. Wir sind direkt über dem Meer. Mit etwas Glück überlebst du den Sturz sogar. Nein. Nein, das ist nicht richtig. Na komm. Tu das, was für Goal das Beste ist. Als ob du weißt, was für Goal das Beste ist. Oh, guck mal, was da ist. Das sieht aus wie ein Schleudersitz. Nanu, ja. Da ist ja noch Staub auf der Plakette. Ein Schrumpfstrahler. Hehe, das ist ja sogar besser als ein Schleudersitz. Mal gucken, was wird, wenn Warte, wir nochmal drauf da ist pusten. Noch mehr Staub. Krass, ein Bär. Das gefällt mir bisher am besten. Vielleicht doch noch was anderes? Wohl doch der Schleudersitz. Warte mal. Und wieder der Schrumpfstrahler. Ich glaube, ich nehme mal ich den Schrumpfstrahler. Ich bin das Beste für Goal. Nein! Halt! Warum passiert denn da gar nichts? Kann es sein, dass... Oh-oh. Nein! Goal! Oh, Idiot! Goal! Na, nein, super. Nein! Du verdammter Idiot! Cletus, hilf mir! Warte! Geh nicht weg! Ich hol dich! Irgendwie! Siehst du es jetzt? Siehst du, was du für einen Schaden anrichtest? Cletus! Keine Panik! Ich mach das! Warum tue ich der Welt eigentlich nicht den Gefallen, dich umzubringen? Ich komme, Goal! Halte durch! Hey! Wo willst du hin? Ich hab dich gleich! Pass auf! Das Seil kann jeden Moment reißen! Vorsicht! Da bist du! Denkst du etwa, du kannst hier einfach abhauen? Sag Tschüss, Rufus! Cletus, nein! Cletus! No! Ach du Kacke! Ich kann es immer noch nicht glauben, dass er es tatsächlich getan hat. Mach dir mal keine Sorgen. Er ist wie ein Wombat. Er fällt oft, aber er landet immer wieder auf allen, anderen. Ich weiß. Was ist das für ein Geräusch? Was zum... Goal? Red keinen Unsinn. Wenn das Goal war, dann käme am Ende ja noch... Rufus. Na, hallo. Aua. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt, was hier abgeht. Der Ogernon, der böse, böse. Es ist alles bereit für die Sprengung, Herr Amtmann. Zur Kenntnis genommen, Sprengwart. Nein, noch nicht.
Nein. Ist noch was? Gibt es keine neuen Anordnungen? Wir könnten jetzt die Zündsequenz einstellen. Ihr Eifer in allen Ehren, aber das hier ist nicht das Gründonnerstagsmanöver. Ja, aber fast schon, ne? Sollte doch. Es geht darum, das gesamte Gebiet um das Rostrote Meer zu vernichten, Herrgott. Noch vor der eigentlichen Planetensprengung. Ich verstehe, Herr Amtmann. Unterbrechen Sie mich nicht. Ich weiß selbst, was hier auf dem Spiel steht. Denken Sie etwa, ich wäre mir der Tragweite nicht bewusst? Es stimmt. Inspektor Cletus hat Elysium noch nicht erreicht. Wir können nur raten, was ihn aufgehalten hat. Aber solange noch immer Hoffnung besteht, dass er seinen Auftrag erfüllt, besteht kein Grund zur Sorge. Und solange möchte ich auch nichts von irgendwelchen Zündsequenzen hören. Haben Sie das verstanden? Ja, Herr Amtmann. Cletus wird es schaffen. Er wird den ältesten Rat davon überzeugen, dass es kein Leben auf Deponia gibt. Und wenn nicht, werden wir eben dafür sorgen, dass der Planet unbewohnt ist. Weggetreten. Ich habe zu viele eigene Sorgen, um mich auch noch mit Ihren moralischen Zweifeln auseinanderzusetzen. Also raus! Raus, habe ich gesagt! Ja, Sir. Wo zum Kehricht steckt dieser Cletus? Na, das war aber klar. Hallo? Erinnert mich so ein bisschen an Star Wars, diese Einstellung. Also diese Szene. Oh. Bucky, sing uns ein Lied. Nur die besten Legenden starten mit brennenden, durchtrennten Notbootwänden. Was in der Tat Cole's Implantat fast zerstört und ihr die Heimkehr verwehrt hat, aber auch Voraussetzung war für das bevorstehende, wenn man ehrlich das Ende des ersten Teils hatte eh niemandem gefallen. Und so gibt's als Konsequenz letzten Endes noch eine weitere Chance auf Happy Ends. So richtig mit Dancen und Saufen und allem. Willkommen bei den schwimmenden Märkten. Oder sowas. Mit einem Berg, der aussieht wie ein Schiff. Mit Häusern drauf. Autschi. Ich glaube, ich muss meinen Chiropraktiker feuern. Doc? Oh, wir haben angelegt. Aber wo sind die denn alle? Ah, ein Zettel von Bozo, dem alten Piraten. Dieser schwere Pirat. Guten Morgen, Schlafmütze. Doc hat Cole in seine Praxis gebracht. Endlich denkt mal einer mit. Es schien ihr nicht gut zu gehen. Blut aus den Ohren. Auf Krankenhäuser. Wenn du mich suchst, ich bin in der Spelunke. Spelunke? Das klingt nicht übel. Ah, da steht noch was. Vergiss nicht, bei Doc vorbeizuschauen. Er braucht deine Hilfe. Warum kommt nie jemand ohne mich aus? Tja. Mensch. Ja, warum kommt niemand ohne Rufus aus? Ich glaube manchmal, dass man eher mit Rufus, andersrum, dass man ohne Rufus eher besser auskommt. Gucken wir uns mal das Radar an. Der schwimmende Schwarzmarkt liegt mitten im rostroten Meer, weit weg von den Kreuzertrassen des Organon. Gut so. Ja. Ich kann nicht hier jetzt weg, nicht ohne Goal. Ach, guck mal, das ist wieder Gronkh. Mit seiner Familie, oder ist das Gronkh? Nee, Gronkh, Mini-Gronkh. Nee, Minist, Mikro-Gronkh, Mini-Gronkh, Frau-Gronkh, Papa-Gronkh. Guck mal in den Müll. Ich würde ja gerne behaupten, dass ich nicht im Müll wühle. Aber wem will ich etwas vormachen? Das hier ist immerhin Deponia. Glitschig. Ist das eklig? Ja, nein, es reicht. Ich gehöre hier einfach nicht her. Moment, was ist das? Ja. Hey, das ist ja mein alter Sardellenköder. Der ist doch noch gut. Hat den jemand weggeworfen? Ach, den kennen wir ja wirklich noch aus dem ersten Teil. Leuchtet der noch? Der ist doch noch gut. Eben. Kann man den essen? Nee, glaub nicht, ne? Ja, siehst du, nein, ist da noch was drin? Nein, ich muss das nicht tun. Ich bin besser als diese deponianischen Müllwühler. Ich kann... Ich muss... Also, okay, da ist nicht nochmal was drin. Ich finde diese digitalen Fische irgendwie so toll, ne? Sehen jedenfalls sehr digital aus. Na los, dann gehen wir mal raus. Gucken wir mal in die Welt.
Schick. Es geht doch nichts über frische Seeluft. Der Geruch von Abenteuer, Freiheit, der toxischen Chemikalien. Und Tonis Mutter. Du verscheuchst die Fische. Fauler Fisch. Nah dran. Aber dieser Eingeborene bietet eine willkommene Gelegenheit, mein kosmopolitisches Geschick und meine polyglotten Skills anzuwenden. Ich, Rufus, wo ich finden Doc sein Labor? Redest du mit mir, du Affe? Für Leute wie dich haben wir Stadtpläne aufgestellt. Du meinst durchreisende Helden? Ich meine Leute, mit denen wir nicht sprechen wollen. Nur zur Information. Ich verfüge über einen hervorragenden Orientierungssinn. Deine dämlichen Stadtpläne brauche ich nicht. Und warum schaust du ihn trotzdem an? Tu ich nicht. Ich werfe ihm einen verächtlichen Blick zu. Docs Praxis ist im Industriegebiet. Aber wo ist die Spelunke? Egal, dann gehe ich wohl erstmal Doc besuchen. Mal da zurück. Ah, das ist das Industriegebiet. Die Spelunke ist bestimmt irgendwo hier. Oder da. Oder hier. Na, ich weiß nicht. Ich kann mich auch später noch in der Stadt umgucken. Erst einmal muss ich Doc helfen, Goal wieder auf Vordermann zu bringen. Wäre ja noch schöner, wenn der alte Zausel den ganzen Ruhm alleine einheimst. Ach Mist. Ich wollte nur so schön nochmal mich umgucken. Dann gehen wir ins Industriegebiet. Huh. Das ging aber schnell. Okay, was haben wir hier? Wieder eine Karte? Ah, okay, da können wir wieder zurück, da kommen wir ja mal hin und her. Oh, ein Nest. Was für ein hässliches Nest. Das muss zu einem extrem hässlichen Vogel gehören. So schön viel Potenzial für ein feierliches, alles verzehrendes Feuer. Guck mal da, das ist doch Doc. Das ist ja ein geiles Schild. Guck mal da hoch, nee, das ist ja, oh, ein Schnabeltier. Oh. Wie süß. Ah, irgendwie mag ich Schnabeltier. Also ich würde jetzt nicht selber eins haben wollen, aber irgendwie finde ich das witzig. Kennt jemand die Serie, das ist so eine Disney-Zeichentrickserie, Phineas und Ferb, finde ich auch sehr witzig. Und da gibt es auch ein Schnabeltier. Perry, das Schnabeltier. Der tolle Kinderserie. Die gucke ich sehr gerne, wenn ich mal Zeit habe. Ja. Laut Lieferschein ist da ein Ersatz-Airbag für Kanalgondeln in der Kiste. Mhm. Na dann. Ja. Da können wir da bestimmt irgendwas mitmachen. Was haben wir denn hier noch? So, das war das Nest. Da geht's dahin mit Fragezeichen. Da geht's rauf. Komm, dann gehen wir mal rauf. Hallo. Nein, nicht wieder runter. Nein, ich wollte doch zum Schnabeltier. Hallo, Schnabeltier. Hallo. So, das sieht gefährlich aus. Das finde ich auch gut. Da geht's irgendwas mit Brennen. Hier sind irgendwelche Rohre mit Löchern. Oh, Vorsicht, Schornstein mit Ei. Die Bunten beißen gerne mal zurück. Mann, das war ein lausiges Ostern. Ostern, das war doch gerade das Ostern. Gucken wir mal, ob er das ich Ei rausholen kann. Ich rühre grundsätzlich nichts an, was jemand Fremdes bereits im Hintern hatte. So, vielleicht mit dem Stock hier? Ich rühre grundsätzlich nichts an, was jemand Fremdes bereits im Hintern hatte. Vielleicht müssen wir hier angeln, uns draufsetzen und angeln. Ne? Gut, hier gibt's halt nichts. Dann gehen wir mal hier rein. Achso, kann man das aufmachen und gucken, was da ist. Da ist vielleicht drin. So schön viel Potenzial für ein feierliches, alles verzehrendes Feuer. Ich bin ja auch für Feuer. Okay, macht er nur wieder zu. Da muss man garantiert ein Feuer machen und ein bisschen Rauch. Und hier kommt dann auch raus Rauch. Rauch raus überall. Das könnte spannend werden. Gehen wir erstmal hier rein. Vielleicht geht's da zu Doc. Könnte gut sein, ne? Oder nur nach hinten? Na, hallo. Dem werde ich schon zeigen, wer hier die überlegene Spezies ist. Wahrscheinlich der Hund. Immerhin hat er dann. Was bist Gehirn. Du denn für ein niedlicher Wauzi? Ich muss doch sehr bitten. Mein Name ist Cleverbite. Ich bin eine autonome, kybernetisch hochentwickelte Serviceeinheit, programmiert auf komplexe Sicherheitsaufgaben. Cleverbite? Was für ein putziger Name für einen Robohund. Ich verbiete mir diese Erniedrigungen. Durch die neuronale Verknüpfung von Computerzeitkreisen mit organischem Hirngewebe bin ich in der Lage, über 3000 Gleitkomma-Operationen in der Sekunde vorzunehmen. Kannst du auch Männchen machen? Das vielleicht nicht.
Aber ich kann durch einen gezielten Biss dafür sorgen, dass du keine mehr machen kannst. Ganz schön großmäulig für einen Cyber-Dings-Star-Wauzi. Aber wie sagt man doch so schön, Hunde, die bellen, beißen nicht. Hast du mich etwa bellen gehört? Ich weiß nicht. Ich höre immer nur Mimimi, Nerdgefase, Mimimi. Ich werde Doc empfehlen, dir einen Cyber-Maulkorb zu basteln. Dazu müsstest du wohl erstmal an mir vorbei, oder? Ich lass mir doch von einem dummen Hund nicht den Weg versperren. Ich bin ja so auch ein überlegener Kybernetischer. Ich werde dir schon zeigen, wer hier überlegen ist. Indem wir uns mal hinlegen. So, mach es mal Platz. Ich bin mir nicht sicher, ob ich deine Intention verstehe. Das liegt daran, dass du nur ein dummer Hund bist. Vielleicht würde es helfen, wenn du in ganzen Sätzen sprichst. Mach Platz. Bravo. Wenn du dich noch ein bisschen mehr anstrengst, dann gelingt es dir eventuell sogar, einen ganzen Satz zu bilden. Ein Klacks. Vielleicht müssen wir zum Lachen bringen. Na gut, nimm mal einen ganzen Satz. Hiermit fordere ich dich auf, einen Platz zu machen. Brav hast du das gemacht. Aber ich verstehe immer noch nicht ganz, worauf du hinaus willst. Na, Platz. Platz halt. Hier. Ich werde nicht mehr. Mist. Komm, lass mich durch. Ich muss zum Doc. Oh, das geht leider nicht. Wenn ich dich durchließe, würde ich meine ganze Designation als Wachhund kompromittieren. Ich komprimiere dir auch gleich mal was. Ich glaube, du vergisst, wer hier die überlegene Spezies ist. Warum zackst du es mir dann nicht einfach? In Bitte? Ich weiß nicht, ob dein Bitte... Na los. Lässt du mich bitte herein? Das klingt schon besser. Aber ich habe das vierte Wort nicht ganz verstanden. Bitte. Bitte sprechen Sie direkt in das Audio-Interface. Meinetwegen. Bitte. 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 Aufhören! Bitte aufhören! Meine Zeitkreise überladen noch! Das können wir arrangieren. Wer ist ein artiger Roboterhund? Lass mich kurz darüber nachdenken. Eine Mutter vielleicht? Was? Oh, du Mieser! Blöder Köter. Gibst du etwas schon auf? Niemals. Enttäuschend. Dann müssen wir uns wohl noch mal was anderes überlegen. Vielleicht hat es mit diesem Stöckchen zu tun. Aber das sehen wir das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Chaos auf Deponia. Mein Name ist Flohmann. Vielen Dank fürs Einschalten. Und bis dann. Tschüss.